Gewalthaltige Popmusik, jugendgefährdende Musikinhalte, eine Vorlesung von Elisabeth von Stechow. Die Kritik an Jugendkulturen und damit auch die an Musik birgt immer die Gefahr, die Sensibilitäten und Intensitätserfahrungen von Jugendlichen, so Barke 1997, aus pädagogischer Sicht mit Unverständnis zu betrachten oder sogar zu negativen, deklassierenden Urteilen zu gelangen, wie Heinzelmeier 2011 zu Recht ermahnt. Und zur Bedeutung von Popkultur sagt er, ich zitiere ihn, Jugendliche verwenden also Elemente aus popkulturellen Diskursen und popkulturellen Artefakten, um eine eigenständige, unverwechselbare Identität zu konstruieren und entwickeln mithilfe der Popularkultur auch Formen der Selbstrepräsentation, mit denen es ihnen möglich wird, sich von Identitätsentwürfen und Lebensstilkonzeptionen anderer abzugrenzen. Vor allem die Musik und ihre Kultur, Stars, Mode, Frisuren, Lebensphilosophie etc. werden dazu genutzt, um sich gesellschaftlich und in jugendkulturellen Kontexten zu verorten. Und dieses Zitat weist deutlich darauf hin, wie allumfassend eben Popkultur Jugendliche beeinflusst und wie wichtig es für die Identitätsfindung ist. Und das erklärt sicherlich auch, warum Musik, die man in genau dieser Phase der Identitätsfindung gehört hat, ein Leben lang von Bedeutung für Personen ist, egal in welchem Alter sie gerade sind. Für die Frage des Jugendschutzes ist auch immer zu beachten, dass es eine Abwägung gibt mit dem Grundrecht auf freie Meinungsäußerung und der Kunstfreiheit und den auf der anderen Seite berechtigten Anliegen des Jugendschutzes. Ein Artikel des Grundgesetzes, nämlich der Artikel Nummer 5, besagt, jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten. Eine Zensur findet nicht statt. Wenn also der Jugendschutz hier Lieder, Texte auf den Index setzt, findet eben eine Zensur zum Schutz der Jugend statt. Und im selben Artikel in Absatz 3 heißt es, Kunst, Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Und insbesondere die Kunst kann natürlich dadurch in der Freiheit stark eingeschränkt werden, indem es ganze Lieder und Alben gibt, die dann einen großen Teil der interessierten Bevölkerung nicht zugänglich sind. Ja, zunächst möchte ich aber mal vorstellen, wie die rechtlichen Grundlagen der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien sind im Fall von Musik und wie sie auch vorgeht. Bei der Einleitung eines Indizierungsverfahrens wird § 15 bis 29 des Jugendschutzgesetzes wirksam und alles, was das Jugendschutzgesetz nicht regeln kann, wird dann über allgemeine Verwaltungsgesetze geregelt. Die Bundesprüfstelle handelt nur im Auftrag von Institutionen. Sie wird also nie selbst aktiv, um nicht dem Vorwurf der Parteilichkeit ausgesetzt zu sein. Und der Gesetzgeber hat die Institutionen benannt, die Aufträge vergeben dürfen. Ich stelle sie im Folgenden vor. Es gibt zwei Möglichkeiten, auf denen ein Indizierungsverfahren zustande kommen kann. Erstens gibt es eben Institutionen, die einen Antrag stellen können und dürfen. Und es gibt eben darüber hinaus noch andere Institutionen, die Anregungen geben können, dass bestimmte Kunstinhalte überprüft werden.
Ja, der Antrag ist geregelt über Paragraph 21 des Jugendschutzgesetzes und darin ist zu lesen, dass antragsberechtigt eben das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ist, dass die obersten Landesjugendbehörden und die Jugendministerien der Länder dafür zuständig sind, einen Antrag zu stellen. Die Kommission für den Jugendmedienschutz, KJM, sowie die Landesjugendämter und die Jugendämter. Und Anregungen dürfen alle anderen Behörden geben. Das sind dann über 800 weitere Institutionen, die Anregungen geben können, und darüber hinaus eben auch anerkannte Träger der freien Jugendhilfe. Häufig ist zum Beispiel die Polizei eine Institution, die ja, solche Verfahren anregt, oder auch von Schulen gehen solche Anregungen gerne aus. Wenn ein Antrag gestellt wird, dass eben ein bestimmtes Lied oder ein Album überprüft werden soll, dann treten Gremien zusammen. Das eigentlich wichtige Entscheidungsgremium ist das sogenannte Zwölfergremium, das ja, im Paragraph 19 des Jugendschutzgesetzes beschrieben ist. Dieses Zwölfergremium ist das zentrale Entscheidungsorgan der Bundesprüfstelle und der Vorsitz liegt auch bei der Bundesprüfstelle. Und dann gibt es 8 Gruppenbeisitzerinnen und 3 Länderbeisitzerinnen. Die Länderbeisitzerinnen werden durch die Landesregierung ernannt. Die Gruppenbeisitzerinnen sollen ein breites Abbild der Gesellschaft geben und stammen aus den Feldern der Kunst, der Literatur, der Buchhandel und die Verlegerschaft können vertreten sein, aber auch die Anbieter von Bildträgern und Telemedien. Da kommt auch wieder die Träger der freien und der öffentlichen Jugendhilfe vor, sowie die Lehrerschaft. Und Kirchen, jüdische Kultusgemeinde und andere rechtsgültige Religionsgemeinschaften sind in diesen Gremien vertreten. Es gibt auch noch die Möglichkeit, dass nur ein Dreiergremium zustande kommt. Das wird dann gemacht, wenn es hochwahrscheinlich ist oder erwartbar ist, dass ein Zwölfergremium eine Indizierung vornehmen würde. Und das Dreiergremium dient der Entlastung eines Zwölfergremiums. Und die Entscheidungen sind dann aber ausschließlich nur gültig, wenn sich das Dreiergremium einstimmig für eine Indizierung entschließen würde. Ja, worüber zu entscheiden ist, ist der Tatbestand der Jugendgefährdung. Hier kommt der Paragraph 18 wieder zur Geltung, der auch schon in den anderen Indizierungsverfahren ähnlich beschrieben ist. Da heißt es, Träger und Telemedien, die geeignet sind, die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen oder ihre Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu gefährden, sind von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien in eine Liste jugendgefährdender Medien aufzunehmen. Dazu zählen vor allem unsittliche, verrohend wirkende, zu Gewalttätigkeit, Verbrechen oder Rassenhass anreizende Medien. Darüber hinaus gibt es auch Medieninhalte, die als schwer jugendgefährdend gelten. Dazu zählen Propagandamittel verfassungswidriger Organisationen und auch nochmal im Besonderen solche, die den Holocaust leugnen oder volksverhetzend sind. Mediendarstellungen, die zu schweren Straftaten anleiten, sind ebenso strafgesetzbuchmäßig relevant, wie auch solche, die grausame oder unmenschliche Gewalttätigkeiten zeigen, aber auch eben die Verletzung der Menschenwürde verharmlosen oder sogar verherrlichen.
solche, die pornografisch sind, und darüber hinaus dann eben in weiteren Artikeln des Paragraphs 184 die sexuelle Handlung von Menschen mit Tieren, 184a, oder den Missbrauch von Kindern, 184b, darstellen. Mediendarstellungen, die den Krieg verherrlichen oder entwürdigende Darstellungen von Menschen zeigen, die sterben oder schweren körperlichen und seelischen Leiden ausgesetzt sind, oder eben Kinder und Jugendliche, die in einer unnatürlich geschlechtsbetonter Körperhaltung dargestellt werden, sind schwer jugendgefährdend. Weitere Tatbestände für eine Indizierung ist die NS-Verherrlichung, die Diskriminierung von Menschen. Speziell erwähnt sind Frauen, Homosexuelle, extrem übergewichtig, kleinwüchsige Menschen oder Menschen mit Behinderung. Und auch, was sehr relevant ist für die Indizierung von Rapmusik, ist die Verherrlichung oder Verharmlosung von Drogenkonsum. Ja, wenn sich dann ein 12er- oder 3er-Gremium entschieden hat, dass ein Inhalt eines Liedes, in der Regel geht es fast ausschließlich um Liedtexte, dann tatsächlich jugendgefährdend ist, muss unverzüglich der Gremienbeschluss umgesetzt werden. Das geschieht darüber, dass es einen Eintrag in die sogenannte Liste gibt, die im Volksmund auch Index genannt wird. Und diese Liste hat 4 Teile, nämlich A, B, C und D. In den Teilen A und B werden die sogenannten Trägermedien festgehalten. Trägermedien sind alle klassischen Träger, auf denen Musik gespeichert und abgespielt werden kann, CDs, Kassetten, DVDs und so weiter, die zunehmend an Bedeutung verlieren. Wichtiger in der Gegenwart sind natürlich die Teile C und D, die Telemedien. Dazu zählen alle Online-Angebote, die im Internet abrufbar sind. Und in den Listenteilen A und B bzw. C und D wird nochmal unterschieden zwischen jugendgefährdendem Inhalt und auch der strafrechtlichen Relevanz. Ja, wenn dann tatsächlich ein Medium indiziert wird und in die Liste der jugendgefährdenden Medien aufgenommen wird, dann hat das sehr schwerwiegende Folgen für die Abgabe- und Vertriebsmöglichkeiten. Das heißt also, bei den Trägermedien, CDs, Platten und so weiter, heißt es, dass sie nicht mehr offiziell verkauft werden dürfen. Im Volksmund sagt man, also unter der Ladentheke darf es dann noch aufbewahrt werden. Das heißt, es darf nicht im Laden so ausgestellt werden, dass Kinder diese Produkte überhaupt sehen könnten und Jugendliche. Und nur unter Vorlage eines Ausweises darf dann das Produkt vertrieben werden. Das heißt, darf auch nicht über einen Onlinehandel oder sowas ohne einen Altersnachweis verkauft werden. Und es bedeutet natürlich auch, dass es Werbebeschränkungen gibt. Das heißt also, diese Produkte dürfen nicht dort beworben werden, wo Kinder sie sehen könnten. Also nicht auf öffentlichen Plakatwänden, nicht im Fernsehen, im Kino, nur bei Filmen, die dann über 18 Jahre zugelassen sind. Und das hat selbstverständlich schwerwiegende Folgen für den Musikproduzenten. Das heißt also, es gibt schwerwiegende wirtschaftliche Verluste, wenn eine solche Indizierung erfolgt. Für die Listenteile C und D ist es natürlich nicht ganz so durchzuziehen. Aber auch hier gilt, also grundsätzlich wird die Einhaltung der Vorschriften
überwacht durch die Strafverfolgungsbehörden und es kann sowohl Geld- wie auch Freiheitsstrafen nach dem Paragraph 27 des Jugendschutzgesetzes geben. Und das bedeutet zum Beispiel, wenn eine Band auf einem Konzert ein Lied spielt, das unter dem Jugendschutzgesetz fällt, aber Zuhörer unter 18 Jahren dabei sind, müssen die auch eine Geldstrafe bezahlen. Ja, bei den Telemedien gibt es riesengroße Probleme bei der Indizierung. Ich zitiere hier mal Aumiller 2016, der sich damit auseinandergesetzt hat. Generell ist es interessant, mit welchen Schwierigkeiten die Bundesprüfstelle sich aufgrund des Internets konfrontiert sieht. Auf YouTube sollte demnach die gleichen Bestimmungen gelten wie auf jeder anderen Plattform. Und dennoch findet man hier nahezu jeden indizierten Song. Die Eindämmung der Jugendgefährdung scheint somit schier unmöglich. Anbieter von Streamingdiensten stellt dies vor ähnlich komplizierte Herausforderungen. Für das Streamen indizierter Alben bedarf es eine strikt abgeregelte Ab-18-Rubrik, die via Passkontrolle arbeitet. Eine technisch sehr aufwendige Chose, auf die bisher jeder Anbieter verzichtet und Indexalben einfach nicht ins Sortiment aufnimmt. Also, ich hätte es nicht besser in eigenen Worten darstellen können. Auch hier sieht man natürlich, dass eine weitere Verdienstmöglichkeit für Musiker wegfällt. Also gerade Streaming-Dienste sind ja aktuell eine wichtige Einnahmequelle und also ist auch hier die Idee ab 18 ein großes Problem. Anders als bei den anderen Medieninhalten gibt es keine spezifische Altersregelung. Also es gibt nur Musik, die erst ab 18 erlaubt ist zu hören und darunter gibt es keine Altersfestlegungen. Besonders hohe Aufmerksamkeit, auch mediale Aufmerksamkeit, hat Rapmusik als jugendgefährdende Musik erfahren. Die Bundesprüfstelle befasst sich seit 2003 sehr intensiv mit der Prüfung von Hip-Hop und hat das eben begründet mit dem Aufkommen des neuen deutschen Battle-Rap. Und da sind dann tatsächlich eine Vielzahl von Anträgen von Kinder- und Jugendeinrichtungen in Schulen eingereicht worden. Hip-Hop ist ja mehr als nur ein Musikstil und gibt es auch schon seit 40 Jahren weltweit. In den 90er Jahren ist es eben eine wichtige Jugendkultur in Deutschland geworden oder möglicherweise seitdem auch die wichtigste. Ja, Sie sehen hier so einige Überschriften von Zeitschriften, jugendgefährdende Hardcore-Musik, Farid Bang und Kollega werden hier genau genannt, aber auch Shindy, wo es eine Indizierung gab, die wieder zurückgenommen worden ist. Ja. Musik als Jugendkultur, das war ja eben auch schon in der Einleitung der Vorlesung ein Hinweis gewesen. Also Musik ist nicht nur Unterhaltung, sondern eben ein Transportmittel für Weltsichten und Vorstellungen, die dann sehr wichtig für Jugendliche sein können und sind. Und sie repräsentiert Jugendstile und hat damit eben auch letztendlich eine identitätsstiftende Funktion. Es ist häufig so, dass Jugendliche sich bestimmten Jugendkulturen zugehörig fühlen, aber doch auch ab und an Musik Crossover hören, also auch aus verschiedenen Jugendkulturen sich bedienen, denn Musik dient auch sehr viel dem Mood-Management und da kann das eben dann auch sein, dass Musik aus einem anderen Genre eine gute Funktion dafür erfüllen kann.
Ja, bei Rap und Hip-Hop möchte ich aus Jugendszene kommen, kurz zitieren. Fälschlicherweise werden die Begriffe Hip-Hop und Rap oft synonym verwendet. Das hatten wir eben auch bei der Bundesprüfstelle, die also Hip-Hop als den Begriff für die Musik benutzte. Hip-Hop ist jedoch mehr als nur Rap-Musik. Da gibt es eben vier Elemente: Rap, DJing, Breaken und Graffiti. Und die gehören alle zusammen. Seit Mitte der 90er Jahre gehört die Hip-Hop-Szene zu den populärsten Jugendkulturen in Deutschland. Und in allen vier Bereichen geht es darum, etwas künstlerisch zu entwickeln, sich selbst zu repräsentieren und nicht zuletzt sich selbst zu verwirklichen. Und ich denke, dass ja nicht mehr alle vier Elemente die gleiche Bedeutung haben, wie das vielleicht in den 90er Jahren gewesen ist. Dennoch kann man tatsächlich sehen, dass es sehr viele regionale Hip-Hop-Szenen gibt, die eine große Bedeutung in der Region auch haben und die das ja, Gefühl der Jugendlichen in der Region auch gut widerspiegeln und ja, so dass es ganz unterschiedliche Ausprägungen auch geben kann. Ja, wichtig ist natürlich auch, dass 56% der Hip-Hop-Szene aus einem sozial benachteiligten Milieu stammen. Zu Beginn der 90er Jahre waren die Texte noch recht harmlos gewesen. Also da ist sicherlich die damals berühmteste Band, die Fantastischen Vier gewesen, die ja Abiturienten Rap gemacht haben und erst so mit dem Auftauchen von Kool Savas sind dann plötzlich ganz andere Texte, die eher an den amerikanischen Rap sich orientierten, bedeutsam geworden. Das war die Zeit, in der auch die Bundesprüfstelle ja dann aktiv wurde, insbesondere durch das Label Aggro Berlin. Und da ist dann eben ja eine starke Kritik an den zwar politischen und sozialkritischen Texten gekommen, aber die eigentlichen beklagten Inhalte waren eben sehr sexualisierte, gewalttätige und diffamierende Texte. Ja, diese gewalthaltige Sprache war schon im Battle Rap in New York in den 70er Jahren zu finden. Also hier war sozusagen die Idee, die reale Ganggewalt in der Bronx zu beenden und durch eine Schlacht mit Worten zu ersetzen. Und in dieser Battle-Kultur ist eben das Dissen oder Disrespect ja, sozusagen das Mittel der Wahl. Und dazu zählten eben auch gegenseitige und gesellschaftliche Provokationen, auch das Brechen von Tabus und Grenzüberschreiten. Und da ist eine eigene Hip-Hop-Sprache entstanden. Das ist gerade bei der Initiierung anfänglich groß diskutiert worden, weil eben Begriffe aus der Hip-Hop-Sprache wie ich fick dich in der Jugendsprache eine andere Bedeutung hatten. Und ja, mittlerweile gibt es ganze Online-Wörterbücher der Hip-Hop-Sprache, die eben versuchen, diese Provokationen und das Dissen und sich das über einen anderen erheben und stellen, eben zu übersetzen, was das bedeutet. Aber das sind tatsächlich umfangreiche Diskurse gewesen, die auch bis zum heutigen Tag keinen Abschluss gefunden haben. Dieser sogenannte Gangster-Rap, um den es da geht, ja, vermittelt in den Texten häufig eben kriminelle Inhalte, also Darstellungen von Gangkriminalität. Es werden viele Waffen gezeigt, es werden Drogen gezeigt, es sind pornografische Inhalte, die wichtig sind. Und schon im amerikanischen Gangster-Rap gab es eben die Forderung nach Realness, also dass man tatsächlich das erlebt hat, optimalerweise.
Weise, wobei das natürlich zu Auseinanderfallen häufig geführt hat, weil also gerade ein erfolgreicher Gangster-Rapper zu sein widerspricht dem auch, gleichzeitig noch ein Straßenkrimineller zu sein. Aber das ist eben ein kreativer Input, der diesen Trademark-Style hervorbringt, der häufig dann auch noch unterstützt wird durch Kleider, Marken und so weiter. Die Forderung, dass ein Gangster-Rapper davon also wissen soll, wovon er spricht, ist bis zum heutigen Tage wichtig. Also die Lyrics sollen eben den Sozialraum und die eigene Lebenswelt darstellen und ihr auch entsprechen und die Gangster-Tales aus der eigenen Lebensgeschichte entstammen. Das kommt tatsächlich wirklich selten vor. Viel häufiger gibt es Gangster-Rap-Enthüllungsstories, wo dann herauskommt, dass derjenige, der angeblich nie die Schule besucht hat, Abitur gemacht hat oder mit dem Kinderwagen in der Vorstadt gesichtet worden ist, anstatt mit der Knarre am Bahnhof Drogen zu verchecken. Ja. Also das Herkunftsghetto, die Hood, ist von großer Bedeutung und Dietrich und Seliger sagen, man ist nur dann konstant erfolgreich, wenn die Grenze zwischen Kunst und Leben, also Musik und Ghetto-Existenz, möglichst schmal ist. Die Indizierung, von der ich eben sprach, zwischen 2003 begann, nahm dann richtig Fahrt auf. Bis 2008 sind 53 Alben indiziert worden. Damals waren eben Agro Berlin mit verschiedensten Samplern zuerst auf dem Index gewesen. Azad, Bushido, Sido sind natürlich auch Menschen, die man heute noch kennt. Bands wie Frauenarzt oder King Orgasm One sind Vertreter des sogenannten Porno-Raps. Dieser Porno-Rap wird als sogenanntes Randphänomen des Raps bezeichnet, das sich einfach gut verkauft nach dem Motto Sex Sells. Bis zum heutigen Tag gibt es eben noch wichtige, vor allen Dingen Vertreterinnen dieses Genres, wobei zunächst einfach Frauen dort herabgewürdigt worden sind, ebenso wie Behinderte und Homosexuelle. Und im Gangster-Rap insgesamt war es eben die Aufforderung zu Gewalt oder Gewalt als normale oder beste Form der Konfliktlösung, die in den Texten dargestellt worden ist. Ich hatte das eben schon erwähnt, dass hier das einerseits sozusagen auch ein Stilmittel des Battle-Raps ist, sich über andere zu stellen, zu demonstrieren, dass man stärker ist und dass das also gar nicht als reale Form der Konfliktlösung gemeint sein muss. Es gibt natürlich auch einen starken Bereich der Verherrlichung des Drogenkonsums, wo insbesondere in den Videos auch massenhaft Drogen gezeigt werden, die sowohl konsumiert werden, wie auch die dort massenhaft rumliegen. Auch das ist ein wichtiger Indizierungsgrund. Der Porno-Rap an sich ist deswegen oft Anlass zur Indizierung, weil er im extremen Maß die Würde der Frau verletzt. Hier ist ein menschenverachtendes Frauenbild zu sehen, das dem herrschenden Erziehungsstil, dass sich Mitmenschen mit gegenseitigem Respekt begegnen sollen und auch dem sehr wichtigen Ziel, dass Männer und Frauen liebevolle und gleichberechtigte Partnerschaften haben sollen. Das wird eben in den Texten diametral entgegengestellt.
Und das ist, denke ich, mittlerweile nicht nur im sogenannten Porno-Rap, sondern eben in vielen Raps zu beobachten, dass Frauen dort eben eine sexualisierte, abwertende Rolle spielen. Die Gefahr durch die Bundesprüfstelle wird gesehen, dass Porno-Rap dazu führt, dass man gegen Gewalt und Mitleidsfähigkeit abgestumpft wird und dass man auch bereit ist, die gewalttätige und diskriminierende Sprache zu übernehmen. Das wird seit 2003 beklagt, dass eben es zu einer Verwahrlosung und Verrohung des Ausdrucks kommt und in der Folge, dass das sich auch das Verhalten übertragen könnte. Das ist aber ein alter Vorwurf an Popmusik mit ähnlichen Begründungen wurden auch schon die Beatles auf den Index gesetzt. Und realer für die Frage ist eben, dass es bedrohliche Vorbilder für die sexuelle Entwicklung von Kindern sein können. Pornografische Texte im Pornorap werden als schwer jugendgefährdend eingestuft. Hier ist der Paragraph 14 des Jugendschutzgesetzes relevant, der eben auf die problematischen und unerwünschten Rollenbilder hinweist und eben warnt, dass sexuelle Verrohung oder sexuelle Gewalt durch solche Inhalte begünstigt werden können. Das Oberverwaltungsgericht in Nordrhein-Westfalen hat sich 2014 dazu geäußert und hat gesagt, da Kinder und Jugendliche ihre Sexualität entwickeln müssen, dabei auf Orientierungspunkte zurückgreifen und somit durch äußere Reize steuerbar sind, kann all jenen Medien eine jugendgefährdende Wirkung zuzusprechen sein, deren Inhalte gesellschaftlich anerkannten sittlichen Normen eklatant zuwiderläuft. Sie sehen, es ist sehr allgemein formuliert und entspricht ganz und gar den Vorgehensweisen im Jugendschutz, dass sozusagen diese anerkanntlichen sittlichen Normen ständig neu ausgehandelt werden und sich natürlich über Jahrzehnte hinweg sehr verändern. Ja, ein zweiter Inhalt, den ich jetzt auch noch vorstellen möchte, ist rechtsextreme Musik. Und hier sind eben auch große Beeinflussungen zu befürchten. Ich zitiere mal Stuart Donaldson, mittlerweile verstorbener Sänger der rechtsextremen Band Screwdriver, der das Netzwerk Blood and Honor Anfang der 90er Jahre gegründet hat und auch in dieser Zeit das Zitat von sich gegeben hat: Musik ist das ideale Mittel, Jugendlichen den Nationalsozialismus näher zu bringen, besser als dies in politischen Veranstaltungen gemacht werden kann. Damit kann Ideologie transportiert werden. Und das wird ständig zitiert und ist auch ein Anlass dafür, eben immer wieder die ideologische Beeinflussung zu diskutieren und die Türöffnerfunktion von rechtsextremer Musik zu beklagen und davor zu warnen. In genau den eben genannten 1990er Jahren war rechtsextreme Musik noch sehr schwer zu erwerben. Es gab dann bestimmte Szeneläden, wo man das bekommen konnte, wo das unterm Ladentisch weitergegeben worden ist, dann auf Kassetten aufgenommen worden ist und in unglaublich schlechter Qualität weiterverbreitet worden ist. Eine neue Ära begann eigentlich mit der sogenannten Schulhof-CD. Da hat man versucht, also gezielt Jugendliche mit rechtsextremer Musik anzuwerben
Und die wurde seit 2004 durch sogenannte rechtsradikale Kameradschaften und die NPD erstellt und eben kostenlos an Schulen ausgeteilt. Und da gab es dann auch mehrere Versionen davon, die über Jahre hinweg verteilt worden sind. Aktuell hat sich die Verbreitung und den Austausch dieser Musik über Online-Musikportale verselbstständigt. Und gerade YouTube ist auch hier eine ganz bedeutsame Plattform. Und Musik gilt dabei als wesentlicher ideologischer Werbeträger des Rechtsextremismus. Es gibt viele Studien, genau wie es anderen Medieninhalte-Studien gibt, die zu ähnlichen Ergebnissen kommen, dass es sich eben schwer nachweisen lässt, ob es eben sozusagen eine eindimensionale Beeinflussung gibt. Sehr differenziert betrachtet aber eine Studie des Deutschen Jugendinstituts aus dem Jahr 2009, die den Einfluss der rechtsradikalen Musik auf junge Menschen. Hier wurden sehr umfangreiche und sensible Interviews geführt und dadurch vertiefte Einsichten auch in die Motive der Jugendlichen gefunden. Also abschließend in der Studie kommen die Forscherinnen und Forscher zu dem Ergebnis, dass rechtsradikale Musik zu hören in erster Linie auch eine Demonstration der Zugehörigkeit zur rechtsextremen Szene ist. Also das heißt, die Musik, vor allen Dingen in ihrer musikalischen Qualität, wird von vielen gar nicht besonders geschätzt, was, wenn man sich das mal anhört, gut nachvollziehbar ist. Es geht eher darum, um jugendkulturelle Selbstinszenierung und Positionierungsbestrebungen. Und damit stimmt das ja auch ganz und gar mit der eingangs dargestellten Funktion von Jugendkulturen und ihrer Musik überein. Das hat aber in dem Fall durchaus auch aggressive Ansprüche. Hier geht es auch um die Markierung jugendkultureller Hegemonieansprüche durch Musik. Und da kommt es durchaus auch zu gezielten Einschüchterungen der sozialen Umwelt. Es gibt dann tatsächlich auch ein Teil der Jugendlichen, vor allem die, die ideologisch übereinstimmen mit den Ideen des Rechtsradikalismus und die auch gewaltorientiert sind, dass die mit dieser rechtsradikalen Musik auch wirklich aggressive Komponenten verbinden. Also nach eigenen Aussagen geben sie dann eben an, dass sie sich stark und mächtig fühlen, wenn sie diese Musik hören. Und nicht nur in dieser Studie, sondern auch in anderen Studien wird deutlich, dass es Zusammenhänge zwischen dem Konsum dieser Musik gibt und körperlichen Gewalthandlungen. Also erstens spielt Musik zum Beispiel im Vorfeld gewalttätiger Gruppenhandlungen eine Rolle. Das heißt, dass jugendlichen Gewalttäter tatsächlich auch angegeben haben, dass sie in eine gewalttätige Grundstimmung gekommen sind oder sie sozusagen zum Anheizen gehört haben. Und dass Musik ganz laut auch in der Öffentlichkeit gehört wird, um gewalttätige Eskalationen herbeizuführen oder dass die eben entstehen, was allerdings nicht nachgewiesen werden kann, so Glaser und Schlimbach 2016, ist, dass es tatsächlich eine Kausalbeziehung zwischen Musik und Gewalthandlungen gibt, also dass irgendjemand diese Musik hört, aufsteht und einen anderen verdrischt. Das ist wie bei anderen Medienwirkungsforschungen auch in dem Fall nicht nachweisbar.
Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und hier haben Sie wieder die Quellen, die ich verwendet habe.